Wenn du 0 hast und das Doppelte noch dazu legst, hast du 0. Weißt du, du hast eine leere Kiste. Und den Inhalt Wie einer viel ist denn weiteren, dabei? das Inhalt der weit einer weiteren leeren Kiste packst du in die schon vorhandene leere Kiste. Da Ja, ist wenn die ich das Kiste immer Doppelte noch habe wie leer. das Leere, habe ich ja 1. Nein. Es ist ja doppelt so viel. Ja, das Doppelte von nichts. Ja, ist Ist dann immer noch auch. nichts. Und wer sagt das? Das ist so. Finde ich nicht. Das macht kein. 1 macht. Ist die logisch, weil es als nächstes kommt? Ja, es kommt als nächstes. Das ist richtig. Aber trotzdem ist das Doppelte von 0 nicht 1. Doppelt so viel. 1. Nein, es ist. Junge. Ja. Soll ich jetzt Ja, mit sieht man wie. es ja wieder mit Mathe. Nicht ich bin das Problem, sondern Mathe. Das macht einfach keinen Sinn. Soll ich jetzt mit jemandem über Mathe diskutieren, der eine 6 hat oder was? Ja, deswegen, ich sag's ja, da bin ich nicht dran schuld, sondern das Fach ist schuld daran. Weil, ne? Sieht man ja. Du akzeptierst es einfach, aber wenn du darüber nachdenkst, wirst du auch sagen müssen, dass das Doppelte dann eigentlich 1 sein müsste. Nein, wenn ich so drüber nachdenke, macht das schon Sinn, dass das Doppelte von 0, 0 ist. Ne, wir können da alle fragen, jeder würde sagen, eigentlich wäre es schon doppelt so viel, also 1 halt dann. Nein. Einen ganzen. Weil wenn du einen halben hast, hast du ja auch einen. Wenn ich einen halben habe. Wenn du einen halben hast, dann das Doppelte ist, hast du auch einen. Ja. Ein halber ist aber ein halber. Null ist nicht halber. Null ist nichts. Richtig. Ein halber ist was. Ja, ein M mit halber. nichts kannst du ja nichts anfangen. Mit einem halben kannst du ja was anfangen. Aber wenn da eine Kiste ist, dann ist da ja Luft drin. Also hast du doppelt so viel Luft. Eine Luft mehr. Nein! Luft ist ja wieder eine Einheit. Wir reden aber nicht von Luft. Jetzt ist da ja trotzdem drin. Nein! Ja, wir reden aber nicht von Eine Luft. Kiste. Luft ist ja was. Wir reden aber nicht von Luft, Ja, wir reden von genau. nichts. Nicht von Luft. Also das heißt, es kann im Prinzip niemals nichts da drin sein, weil immer Luft da drin ist. Ja, wenn du das Es so ist immer sehen eins drin. willst. Eins ist das Niedrigste. Junge, es ist, Alter. Ich kann mit dir kann man über sowas nicht reden. Ja klar. Du bist aber noch nicht offen genug, auch mal für andere Theorien. Das hat nichts mit Theorie zu tun. Nichts ist nichts. Ja, außer du hast da Luft drin, dann ist es ja doch wieder was. Wenn es ein Vakuum wäre, okay. Aber es ist ja eine normale, handelsübliche Kiste. Sag ich mal. In dem Fall jetzt. Yes! Ah, sein. Da ist der Lallywin. Ja, der Kistentalk hat also gewonnen. Der Kistentalk. Du hast mich einfach nur aus dem Konzept gebracht. Ich muss ja auch nicht mal nachdenken, so ist es ja nicht. Das ist aber das Beste ever. Das ist das beste Kostüm in der Junge. ganzen Welt. Das war ja nicht lustig. Ich dachte, das geht hier nicht. Dieser Moment, wenn ein Vater in seine Mid-70s kommt und wieder anfängt, sich die Haare zu färben. Er färbt die eigentlich. Aber den Rest nicht. Nee. So geil, das ist wirklich das Beste. Nee, komm, du brauchst gar nicht hier einen Elektroscheiß. Soll ich dir Elektroscheiß geben? Komm, auf. Hier. Oh Mann, du Drecksack! Junge, ich muss damit den gewinnen, jetzt hör mal auf. Glaube, mit Akuma habe ich auch noch keinen Win, weil ich den hasse. Akuma ist auch nicht. Ja, doch, doch, Akuma geht sogar. Nee, der ist furchtbar. Ein absoluter Hasscharakter, der hat im Spiel nichts verloren. Ich finde, das sehen aber auch eigentlich alle anderen so. Man sieht's ja, wenn der in einem Spiel beteiligt ist, in einem Match, dann denkst du dir so, was fühlt sich denn wieder so falsch und komisch an dem Match an? Na, Ja, weil er das sich macht halt das. auch wie, weil er sich halt auch wie ein Street Fighter Caretaker spielen lässt. Genau, das hat einfach nichts mit dem Spiel zu tun. Ganz schlimm.
Also sonst würde ich Street Fighter spielen. Damit die Leute denken, dass man Pro ist, die ganze Zeit hier irgendwie so. Oh. Ja, wie hat er wieder nur gemacht. Hä? Du hast dir so in die Eier geschlagen. Ja, da konnte sich direkt der Kack-Move bei Strafe. Ja, tschüss. Katze, ja. Das, ich sag ja immer, desto weniger Wins ich mit dem Charakter hatte, das ist auch immer ein Grund, weil die da einfach scheiße sind. Beliebten. Warte, es geht erst richtig los, wenn ich den beliebten Low gemacht habe, den wir alle so mögen. So. Junge, das ist halt. Ich verstehe Alisa nicht, weil die macht viel zu viel Damage. Sie macht ganz normale Angriffe, so wie das, und das sieht wieder irgendwie ein Viertel vom kompletten Leben ab. Ja, das war eine Bombe. Ich will sehen, wie du in echt noch die Finger dran hast. Ja, dann sollen die das nicht in das Spiel einfügen. Das ist einfach nur unfair. Ja, kann ich auch nicht verstehen. Ja, wenn ich jetzt den Move zufällig schaffe in dem Match, muss ich mir einen Knife finden. Was, den Cheese Grinder oder was? Ja. Leckt, da greife ich nicht an. Hm. Ja, Bull Rape, das hat er ja gelöst bei uns. Ja. Da sägt er sie zu Tode, umgekehrt. Naja, es ist halt unlogisch, weil ich bin halt auf Stein. Ja, gleich ist ein Grabstein. Ich habe vergessen, wie der fucking Dingens geht. Der. Welcher? Wo er nach oben fliegt. Oh, ja, irgendwas mit dem Steuerkreuz. Ach komm. Ja. Der muss geblockt werden. Geht einfach nur rum. Fick dich, das ist mein Win. Communication Error? Fick dich! Communication Error? Nö. Aber es war trotzdem unfair. Ich hab gestanden, der Move ging durch, nur weil es geleckt hat. LOL! Ich greife mich an und es leckt.